Jetzt links und dann nochmal rechts. Okay. Ein bisschen schwierig rauszubilden, die Leute hier. So. Wie verbessert uns? Weil wir sind mit unseren 800 Leuten, sind wir gut unterwegs. Soll ich jetzt Batania wieder prügeln? Habt ihr Bock drauf? Danglanus, wer war's? Ich muss zugeben, Utelheim ist wieder unser? Was ist denn da passiert? Also wir sind halt schon riesig, ne? Also wir alleine machen wie viel des Lehns aus? Wie viele Städte haben wir? Sieht man das irgendwo? Ja. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Wie viele haben wir insgesamt? 15 und 14. Wir haben die Hälfte. Wir machen die Hälfte des Reiches aus gerade. Musste ich halt auch mal überlegen, ne? Wir könnten auch noch mehr ausmachen. Wenn wir Sionika haben. Ja, das Problem ist, ich könnte mir sowas wie Hosenfolk oder sowas holen, aber die sind halt. Ja, das könnte man machen. Wir könnten in die Wüste mal gehen zur Abwechslung. Oder wir könnten uns Anale holen. An sich auch keine schlechte Idee. Dass wir uns quasi die zwei Burgen holen. Und uns somit auch hier ein bisschen unsterblich machen. Ich meine, so gut ausgebildet sind sie jetzt auch nicht, ja? Moment. Basen, Eisenauge. Bardo ist gestiegen, okay. So, so. Und dann schließen wir euch halt mal in Grund und Boden. Oh, Morschuk hat uns den Krieg erklärt wieder. Auch eine schöne Sache. Die mein Herz erwärmt. Gut, dann warten wir bis Tag ist. Und jetzt. Am Tag ist schöner, dann sieht man wenigstens was. Auch wenn da ein bisschen Zeit. Oh, Baukunst. Präzision in der regierten Siedlung. Mauern werden belangt. Durch Truppen in eurer. Oh, verursachter Schaden gegen Schilde durch Truppen in eurer Formation. Durch Truppen. Grauenhafter Belagerer oder Mauerbrecher? Ich glaube, Mauerbrecher ist eher das, was wir machen. Dann würde ich sagen, los geht's. Machen wir die fertig. Die Leute. Dann haben wir auch gleich eine schöne Burg erobert. Hoppala. Die haben da oben ja noch was. Aber das machen wir gleich weg. Ich marschiere mal weiter. Ja. Es gibt viele Eingänge, aber das war keiner davon. Oha. Ja, jetzt geht's rund. Ja, wenn man nie Erster ist, dann ist man nie Teil des Kampfes, ne? Meinte ich erwischte? Aua. Aua. Aua.
Oh, der hat so gut getroffen gerade, der Tribok-Schuss. Los, lauft alle rein. Passt schon. Wir sind ja eh gleich durch. Ich kann gerade eh nichts machen. Allerhöchstens kann ich einen Speer werfen noch. Aber ich muss zugeben, dieser Kampf erreicht. Und wir gewinnen, das ist das aller wichtigste. Nehmen wir den halt auch mal was weg. Um 18 Tote. Ja. Dort durch diese Wüstenstadt hier durchkämpfen ist auch so eine Sache. Oh, der hat den voll gegen mir. Der hat den voll gegen den Schild bekommen, würde ich sagen. Na, wie sieht's denn aus? Wo hängt's? Müssen wir hier sandwichen wieder? Naja, gut, ich glaube nicht. Der Kampf ist eindeutig. Okay, die marschieren nochmal rein, oder was? Gibt's da oben noch Leute? Ich kann auch das Tor aufmachen, ne? Also so, ist offen. Ist da oben jemand? Da hinten ist wohl jemand oben. Uiuiuiui, das dauert aber, bis die da oben sind. Also heute habe ich nicht einen getötet. Doch, zwei. Stimmt, mit dem Jedöns da. Oh ja, da ist der letzte. Tot? Das dauert ja aber lange, der Kampf da oben. Selbst die Bogenschützen sind schon da. Schön. Ist unser Sieg dementsprechend. Oh, wir haben ein bisschen. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Zurück. Doch. Wir sind da schon. Oder war das? Müssen wir den erstmal zum Speerträger machen? Ich glaube ja. Und wenn nicht, geben wir den einfach irgendwann weg. Oder er stirbt halt eben im Kampf. Ist ja auch egal. So. Mein Land, mein Stückchen hier, was wir auch noch haben. So. Auch mal was Neues. Burg verwalten. Als allererstes soll sich das hier so ein bisschen normalisieren. Und ich will hier auch einen neuen Recruiter haben, wenn das geht. 150, passt. Zack. Ein Stammesangehöriger, der alle rekrutieren wird. Vage Vermutung. Wie geht er? Ich bin auf jeden Fall hier. Ich gehe mal mit ihm mit. Wenn er vielleicht mal so ein paar hundert hat. Oder von mir aus auf 50. Das ist auch okay. Okay, ich werde wieder belagert. Wahrscheinlich von Moschuk. Oh, nö, die greifen an, okay. Interessant. Aber die haben auch eine große Armee hier. Die Musik ist interessant, dass sie sich geändert hat. Ich hab gedacht, ich gebe noch ein paar Leuten ein bisschen Unterstützung. Gut. Wir machen es. Wir machen den Angriff. Also. Hm?
Gut, die Bowman, die, also wir sind halt in einer freien Steppe so, ne? Die können direkt angreifen. Folgt mir mal. Die werden mit einigen Reitern kommen. Die haben Bock. Okay. Die Vieren sind da. Es scheppert. Die kommen uns sehr, sehr nah, was ich gerade nicht so mag. Aber das kriegen wir hin. Das Problem ist, die greifen uns natürlich an. Da, wo es natürlich auch ein bisschen weh tut. Oh, die haben aber was Gutes gegen uns in der Hand gerade. Warte, den will ich haben. Wenn das der Anführer ist, will ich den haben. War leider keiner. Holt euch die. Die gehen mir gerade ein bisschen auf den Keks. Greift sie an, kommt. Steht hier nicht rum. Wir sind stärker als sie. Okay, das hätte ich nicht erwartet, dass die direkt auf meine Legionäre gehen. Ich war zu nah dran. Die Infanterie kann angreifen. Okay, da hinten, da kommen noch mehr. Komm mit mir mit. Wir haben denen schon richtig wehgetan, aber das ist noch nicht alles. Jetzt müssen wir uns die da hinten holen. Okay, der hat sich verabschiedet. Versucht ihm so weh zu tun, wie es nur geht. Okay, passt. Die wissen, dass der Kampf verloren ist. Und das ist das Problem. Die wissen, dass der Kampf verloren ist und fliehen. Oh Gott. Hier Leute zu treffen. Wie man das geschickt. Der Rückzug ist halt sehr offen. Das ist die perfekte Übung, um vom Pferd zu treffen. Es sind so viele Pferde unterwegs. Okay. Jetzt hat es ausgedönert. Ausgekämpft und ausgedönert. Ausgedönst. Ich glaube, das ist das richtige Wort.
Wir haben ja viele Leute auf dem Feld. Aber der Sieg war unser. Bis zu also wir haben fast alle vernichtet. Und das ist echt das Fiese. Oh, schön. Aber. Stop. Are das you Hamza, Emir Avodan? Avo? Emir auf jeden Fall, ein Emir. Den haben wir auch. Und jetzt wird Yoguris angegriffen. Oh, schön. Freut mich. Herzlichen Glühstrumpf, Alter. Und da wurden auch nochmal Leute festgenommen. So. Yoguris. Warum Yoguris? Wo ist Yoguris? Ich komme gar nicht mehr mit. Da hinten. Okay. Ich weiß, wer angreift. Oh, Vostrum, Vostrum. Okay, wir haben also einen Kampf da hinten zu verrichten. Wenn diese Stadt fällt, ist mir das persönlich Jacke wie Hose. Bin ich mittlerweile ganz ehrlich. Genau. Das habe ich mir schon gedacht. Irgendwann werden sie wieder angreifen. Aber damit haben wir sie beschäftigt erstmal. Und auch ein bisschen klein gehalten. Morenia. Morenia war nie meins. Okay. Soll auch jetzt nicht meins werden. Aber Morenia war das hier, ne? Was die hier erobert haben. Genau. Garros. Yoguris ist gefallen. Yoguris hole ich mir instant wieder. Wo ist denn die Armee? Ich muss mich gerade hier ein bisschen umgucken. Gut. Dann hole ich mir Yoguris wieder. Belager die Burg. Einen wunderschönen guten Abend, die Herrschaften. Et fliegen Steine, leider. Gib uns noch kurz. Und los geht's. Die Mauern gehen kaputt. Das hier will ich tun. Okay. Ich sag mal so, die haben nur noch 150. Ich würde einfach den Angriff losstarten. Lostreten. Hoppala. Oh, ich muss mich noch hinsetzen. Intelligence! Ja. Den Kampf kennen wir noch. Ich meine, wir hatten beim letzten Mal andere Katapulte. Jetzt haben wir Reben. Die tun auch weh. Die brauchen nur ein bisschen länger zum Schießen. Hallöchen. Guck mal, ich hab die Leute rausbekommen. Die waren ein bisschen doof. Pferd. Immer feste Gruft. Ja. Es tut mir ja fast schon leid, würde ich sagen, aber tut es mir nicht. Hey, beruhigt euch. Was macht das Pferd hier? Ich verstehe das Pferd gerade. Ich verstehe die Funktion des Pferdes nicht. Ich muss das Pferd mitnehmen, ne? Ja. Moment, ich mach kurz die Mauer auf.